Die Emma ist das von Film zu Film besser geworden. Das ist ja auch. Eigentlich sollte das immer so sein bei jedem Schauspieler, weil man kriegt mehr Erfahrung, man durchschaut das Medium besser, man wird nicht mehr so schnell nervös, dass einem so viele fremde Leute dabei zugucken. Und ja, sie hat das toll gemacht. Und sie hat nichts von ihrem Charme eingebüßt. Und jetzt lief gerade vor ein paar Tagen Zweierküken im Fernsehen und das habe ich in der Drehpause im Auto geguckt und habe ich gedacht, mein Gott, ist die schon gewachsen? Also es geht so schnell, diese 3 Jahre, was da passiert ist.